Hey, Mensch, ich schwitze wie ein Affe. Aber es macht Spaß. Ja. So. Hey. Und. Hey. Na, die werden gucken, wenn die wiederkommen, ist die Wasserleitung fertig. Hallo, bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit. Willst du das auch? Willst du auch innerhalb von 10... Wenn ihr einverstanden seid, arbeite ich mit euch weiter. Vergesst es, du Spast. Mach die Schleuse auf. Jetzt ist ein für alle Mal Schluss mit der mühsamen Wasserschlepperei vom Fluss bis ins Dorf. Mir fällt mir irgendwas, spreche dich drauf an. Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar. Nein! Bleib doch ruhig! Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Du oberster Ticker! Wartet! Wartet! Ich helfe euch, macht keinen Quatsch! Ich mach mir Kram hier auf mich! Ja! Snorre, was bist du bloß für ein Schwanz? Der Alte hat ihn auf die Mütze gekriegt. Altes Modem raus, neues Modem rein. Einfacher geht's nicht. Also, mein Lieber? Ja, nun schlägt die Abschiedsstunde, wie man sagt. Wir sind natürlich froh, dass wir wieder heimfahren. Aber der Abschied fällt uns doch schwer. Ich schenke euch zum Abschied ein paar Ruder. Mögen sie euch auf der Reise beschützen. Das ist aber besonders nett von dir. Ja. Donnerwetter. Gefallen sie dir nicht? Das täte mir leid, schönere als die. Nein, im Gegenteil. Ich habe nur die Schnitzkunst bewundert. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Und da haben wir noch ein paar Familien für dich. Das hat sich diesmal aber gelohnt, ne? Das sollen wir alles mitnehmen? Ja, wenn ihr sie unterbringt auf dem Schiff, nehmt sie mit. Na, du bist scheiße. Du glaubst doch nicht, dass wir freiwillig was da lassen, hm? Ich hab nur die Schnitzkunst bewundert. Ja, dann wollen wir mal nicht so viele Worte machen. Habt also nochmal schönen Dank für alles. Und wir möchten euch auch eine Kleinigkeit da lassen, damit ihr hin und wieder mal an uns denkt. Da bin ich aber neugierig. Oh, die Schisch. Oh, fick dich. Und geben wir uns die Hand darauf, dass wir für immer Freunde bleiben. Nicht.